Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von Radio Dresden. Der gesamte Dynamo-Tross hat sich in den vergangenen Tagen im schönen Eichsfeld eingelebt und die tagtäglichen Abläufe längst verinnerlicht. Morgens aufstehen, unter die Dusche und ab zum gemeinsamen Frühstück. Anschließend bereitet das Trainerteam alles Notwendige für das Mannschaftstraining vor. Und dann kann die Arbeit beginnen. Auch für Dynamos Spezialtrainingsgruppe rund um Torwarttrainer David Yeldell. Ja, wir haben heute mal ein bisschen die Beine in die Hand genommen und ein paar Sprünge gemacht, ein paar Abdrücke. Was ja auch elementar wichtig ist im Torwartspiel, dass wir da auch die Kraft dazu haben, in die Ecken zu springen. Und ein bisschen Fangtechnik auch noch dabei und Beinarbeit auf jeden Fall. Das ist extrem wichtig, weil würden wir nur mit den Spielern trainieren, würden wir Feldspieler werden, so ungefähr. Als Torwart sind ganz andere Sachen wichtiger, als mit der Mannschaft zu trainieren. Da Fangtechniken, wie man richtig abspringt, da gibt es so vieles, was anders ist wie ein Feldspieler. Wir müssen viele andere Dinge können. Das ist fast wie eine zweite Sportart manchmal im Fußball. Ja gut, grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass man dann diese Torwarttechniken trainieren kann, isoliert von der Mannschaft. Aber ist natürlich, der Trend geht dann natürlich auch eher dahin, dass man die Torhüter jetzt wieder mehr in die Mannschaft integriert, auch im taktischen Bereich arbeitet, wo halt natürlich auch dann im Spiel dann auch die entscheidenden Situationen passiert. Und deswegen natürlich ist es immer hier eine gute Mischung, wo wir erstmal die isolierte Zeit haben und dann, wie jetzt heute, dann die Torhüter auch zur Mannschaft gehen und dann das, was wir trainiert haben, im besten Fall im Spiel oder in Spielsituationen umsetzen können. David Yeldell wechselte im Sommer von der Sportgemeinschaft Sonnenhof Groß Asbach an die Elbe. Der 38-Jährige hat deutsch-amerikanische Wurzeln und ist seit diesem Sommer für Dynamos Torhüter verantwortlich. Wir haben wirklich eine gute Konstellation zusammenbekommen. Es macht unheimlich viel Spaß. Es sind neue Reize dabei und das ist, glaube ich, nie verkehrt, wenn man immer wieder mal eine Veränderung vornimmt. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir da auch erfolgreich durch die Saison gehen. Also es ist ein sehr gutes Klima. Die beiden, Wiege und Prollo, die helfen mir ständig. Das ist krass. Hätte ich nicht erwartet so. Cooles Gefühl von solchen Erfahrenen wie Wiege zum Beispiel oder Prollo, der jetzt Nummer 1 ist, immer da so viel mitzubekommen und so viel geholfen zu werden, das ist ein cooles Gefühl und es bringt einen mega weiter. Ich merke jedes Training, wie ich da mich verbessere, auch mit den Tipps von den beiden. David Yeldell strahlt im Alltag eine positive Gelassenheit aus und passt als Typ perfekt in die Dynamo-Welt. Seine Kraft zieht er aus der Ruhe. Und spricht die Dinge auch in der Zusammenarbeit mit Kevin Proll, Patrick Wiegers und Stefan Kiefer auf dem Trainingsplatz dann offen an, wenn es wirklich drauf ankommt. Ja, seine Ehrlichkeit, aber er ist auch nicht zu forsch, zu einem trotzdem ehrlich und seine Aussagen haben Hand und Fuß. Ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man offen reden kann. Auch sachlich konstruktiv diskutieren kann. Ja, das macht es angenehm, mit ihm zu arbeiten. Er hilft uns extrem weiter im torwarttechnischen Sinn. Ja, und er bringt so eine Lässigkeit in das Training rein, wo jeder dann Spaß hat. Also für mich ist es eigentlich mit das Wichtigste. Ja. Ich denke, wir haben alle mal Fußball angefangen zu spielen, nicht weil wir irgendwie Geld verdient haben oder irgendwas, sondern aus Spaß, denke ich jetzt mal. Und deswegen ist es für mich schon sehr wichtig, dass man auch auf dem Trainingsplatz, auch wenn es mal hart wird oder wenn auch mal ein Misserfolg oder ein Fehler passiert, dass man trotzdem nie seinen Spaß an der Arbeit verliert. Für immer wird David Yeldell auch eng mit einer Dresdner Sternstunde in der DFB-Pokalgeschichte verbunden bleiben. Am 30. Juli 2011 empfing Dynamo als frisch gebackener Zweitligist den amtierenden deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen. Die epische Regenschlacht endete nach 0:3 Rückstand mit einer 4:3 Pokalsensation für die SGD. Ein Thema, mit dem Dynamos neuer Torwarttrainer seit seiner Ankunft in Dresden schon oft konfrontiert wurde. Also wenn ich heute die Frage mitzähle, waren es bestimmt 25 Mal, sage ich jetzt mal. Eckball Gonzalo Castro, 117. Minute. Hanno Barnic, Ballverlust gegen Pfeffer. Das ist wieder Pfeffer. Der Mann heißt Schnetzler. Allein vor Yeldell. Das könnte die größte Szene seiner Karriere werden. Sie wird es. 4:3
Dresden kippt Bayer aus den Latschen. Dynamo Dresden pusht den Ostfußball und sich in Runde 2. Wie das Spiel sich halt dann gedreht hat, ja, das war schon eine bombastische Stimmung, ja, muss man sagen. Auch wenn ich damals auf der anderen Seite stand, für uns war es nicht so schön damals. Aber man hat schon gemerkt, ja, das ist schon ein toller Verein mit tollen Fans. Und ja, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt Teil davon sein kann. Und wir sind dankbar, dass du ein Teil davon uns bist. David, vielen Dank.